Frohe Ostern, hier ist Olli Dütschke vom Podcast Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Ich wünsche alles Gute, ich hoffe, ihr habt das Ostereiersuchen gut überstanden und auch alle gefunden. Und glücklicherweise haben wir heute den Osterhasen persönlich hier im Podcast. Mario Basler, hallo mein Häschen. Was hast du gesagt? Den Osterhasen persönlich hier? Ja, ich will mir heute mal lustig rein. War ganz lustig. Moin. Ja, ne? Da haut er sich auf die Schenkel, unfassbar. Mm. Ne? Hast du denn bisher das Osterfest gut überstanden? Ja, ich hab's ein bisschen Stress. Musste ja viele Termine jetzt umlegen, verlegen, absagen. Gibt ja eine heiße Nachricht, ja, das dürfen wir hier verkünden, aber wir dürfen nicht zu viel verraten, ne? Weil ich habe auch gestern nochmal rumtelefoniert, ob wir wirklich das heute kundtun, exklusiv für unsere Hörerschaft. Aber ja, hau mal rein. Was ist passiert bei dir? Ja, was ich sagen darf, ist, dass ich ab kommender Woche die U17 zur Nationalmannschaft übernehme. Christian Bück wird ja Trainer der Damen-Nationalmannschaft und es hat sich gelohnt, die letzten Monate immer gut über Julian Nagelsmann zu sprechen, der ein gutes Wort für mich eingelegt hat und ja, somit werde ich, und das werden wir diese Woche noch verkünden mit dem DFB, die U17-Nationalmannschaft übernehmen. Ja, U17 ist ja letzte Woche tatsächlich auch rausgefallen, ist nicht für die EM qualifiziert und nachdem die letztes Jahr Weltmeister und Europameister wurden, hat der DFB sich gedacht, da müssen wir was tun und dann, wie sie auf dich gekommen sind, das dürfen wir alles nicht verraten, sonst brauchst du die Pressekonferenz nicht machen. Genau. Aber genau. Mario beim DFB, da freue ich mich drauf. Ja, ich war jetzt ein wenig überrascht, das muss ich schon sagen, dass sie bei mir gemeldet haben. Ja, aber gut. Jetzt werde ich halt mal Nationaltrainer der U17 und dann schauen wir mal, was wir mit den Jungs in Zukunft veranstalten können. Ich find's cool. Da können wir nächste Woche hier ein bisschen ausführlicher drüber reden, was du dann noch vorhast. Wann ist die PK diese Woche? Ja, Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch oder Donnerstag stehe ich fest. Genau. Informiert euch. Das wird cool. Ja, das war die Exklusivität. Mehr dürfen wir nicht sagen. Wir sind aber beim DFB und können einen Haken dran machen an die Nationalmannschaft. Die hat letzte Woche gespielt. Das Frankreich-Spiel hatten wir schon analysiert. Dann haben sie gegen die Niederlande gespielt, auch gewonnen. Und deswegen brauchen wir von dir. Aber immer noch genauso heißblütig wie sonst, ne? Nicht jetzt irgendwie, weil du jetzt auf einmal den Adler auf der Brust demnächst trägst. Dein Fazit zu diesen beiden Länderspielen, zu der Außendarstellung des DFB, der Mannschaft, Julian Nagelsmann, alles drumherum. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die haben zweimal gewonnen. Ich bin ja immer jemand, der Freundschaftsspiele nicht so überbewertet, ne? Der da immer das alles mit Vorsicht genießt, aber das hat schon teilweise sehr, sehr ordentlich ausgesehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass für die Europameisterschaft so im Großen und Ganzen der Kader steht. Wir werden ja auch nachher noch zu dem einen oder anderen Spieler kommen, der nicht eingeladen war. Im Nachhinein muss man sagen, hat Julian da auch alles richtig gemacht, denn wenn du dem einen oder anderen seine Leistung dann am Wochenende gesehen hast, da muss ich sagen, wir können uns, glaube ich, ein bisschen freuen auf die Europameisterschaft, wenn es in der Form so weitergeht, wenn sie keine großartig verletzt. Dann mit den zwei Spielen hat man gesehen, dass da wieder ein bisschen Zug drin ist, dass man guckt der Mannschaft wieder gerne zu. Toni Kroos, muss ich sagen, vielleicht war das der Baustein, den die Nationalmannschaft gebraucht hat die letzten Jahre. Aber auch da nochmal abwarten erstmal. Wir haben noch, es sind noch zwei oder ja, ein bisschen mehr wie zwei Monate, bis dann die großen Spiele losgehen. Die großen Spiele in dem Sinne, wenn der Druck dann dabei ist, im eigenen Land, bei unseren Spielen, in unseren Stadien, dann gucken wir mal, ob der eine oder andere weiter so performen kann.
Gibt natürlich wieder eins, was mir wieder aufgefallen ist, wo ich dich wieder fragen muss, warum das so sonst nicht ist. Im Nachhinein hat man dann gehört, Nagelsmann hat mit jedem gesprochen, jeder kannte seine Rolle und die haben es dann perfekt umgesetzt. Macht man das nicht normalerweise bei jedem Club, bei jedem Nationalmannschaft, dass man sagt, du machst das und das, du machst das und das? Ist das was Neues? Oder was ist da der Unterschied? Nein, das ist jetzt nichts Neues. Also jeder Trainer hat seine Vorstellung von seiner Mannschaft, von seinen Spielern, was für eine Aufgabe er im Spiel hat. Also das ist jetzt halt, aber was ist da so besonders auf einmal, dass das da so gefeiert wird? Jeder weiß, was er zu tun hat und jeder macht das dann auch. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht. Gut, vielleicht hat er nicht die Mannschaft gemeint, sondern einen Zeugwart oder einen Arzt. weiß ja nicht. Nein, nochmal, also vom Grunde her, es ist jetzt nichts nochmal, was mich jetzt überrascht, sondern es ist klar, dass der Trainer alles vorgibt, bei jedem Spieler, bei jedem Betreuer, bei jedem Zeugwart, was seine Aufgabe klar ist, oder dass jeder weiß, was seine Aufgabe in einer Mannschaft im Verein hat. Deswegen ist das jetzt für mich auch nichts Besonderes. Eben, deswegen. Ist eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem wird es irgendwie gefeiert. Egal, wir können da nicht viel meckern. Wir freuen uns, dass es so ist, denn dadurch ist Stimmung im Land, was Fußball Deutschland angeht, etwas besser und Vorfreude auf ein geiles Turnier im Sommer. Sie wird größer. Sie wird größer und das ist doch schon mal sehr wichtig. Genau. Ne? Wir erinnern uns, 2006 hat die deutsche Nationalmannschaft irgendwann im März wurde von Italien verhauen und da sollte der Klinsmann weg und die Stimmung war am Boden und wie soll das nur bei der WM funktionieren? Jetzt ist es anders und das ist auch gut so. Ja, sehe ich genauso. Ja, das war es eigentlich schon vom DFB. Oder hast du noch irgendwas, ist dir was aufgefallen? Ist eine Personalie? Hat dich ein Spieler überrascht? Mittelstädt fand ich ganz cool. Nein. Ich hatte noch nicht so, wenn man sich das vorstellt, der Mann hat letztes Jahr mit Hertha gegen den Abstieg gespielt, weil er auch nicht unbedingt Stammspieler. Ja, aber nochmal. Spielt er auf einmal so eine große Saison, ist Nationalspieler, hat einen Bock geschossen, dann aber auch das Tor. Ja, wir wollen jetzt dabei das Haar in der Suppe jetzt nicht suchen, Olli. No? Also, ne? Nee, ich meine, ich weiß, dass du immer sehr kritisch bist mit den Spielern. Nee, ich habe mich gefreut. Ja, aber du suchst jetzt gerade schon wieder so irgendwas Negatives. Du bist total negativ eingestellt, verstehst? Warst jetzt eine schöne Woche im Urlaub, kommst zurück und denkst, ach, der Urlaub war so schön, jetzt muss ich mal wieder reinknallen ein bisschen. Nee, wir lassen es jetzt mal so stehen. Wir nehmen das mit, 2 Siege und ich suche nicht das Haar in der Suppe diesmal, sondern ich habe mich gefreut, dass wir zweimal gewonnen haben, weil ich nicht geglaubt habe. Eben. Dann machen wir das so, Haken dran. Ich freue mich wie Bolle, du auch. Alles gut, jetzt auf einmal freust du dich wieder. Hm? Mhm. Ja, schon klar. Was ich gut fand, übrigens, du sagst, ich war ja in Madrid, was ich habe ich auch nie erlebt. Das wollte ich dir noch erzählen, weil damit du auch mal von mir hast. Ich war ja in Madrid und was ich noch nie gesehen habe, an einem Abend gab es 2 Länderspiele. Im Bernabeu spielte Spanien-Brasilien und im Metropolitano spielten Kolumbien gegen Rumänien. Nur mal so. Kolumbien. Ich konnte mich nicht entscheiden, das war gar kein Kolumbien, Rumänien schätze immer 12 Zuschauer, mit dir 13. Weil Bernabeu wirst keine Karten gekriegt haben, schätze immer. Ja, ja. Und, ja, außergewöhnlich, das stimmt. Das stimmt schon, ne? Das wollte ich nochmal loswerden, dass ich dir auch mal eine Geschichte erzählen kann. Freust du dich, ne? Das war Madrid. Von Madrid, machen wir erst die zweite Liga oder gehen wir noch auf letzte Woche, Trainergeschichten, Hasenhüttl, Wolfsburg, du hattest ihn ja mal genannt als möglicher Bayern-Kandidat. Klar, wir kommen noch auf den Spieltag, aber gewinnt er gleich, Hasenhüttl, der richtige Mann für Wolfsburg, du stehst eh auf ihn, du findest ihn ganz gut, ne? Ich finde ihn, deswegen habe ich ihn ja auch mal vorgeschlagen für Bayern. Ich glaube, dass die Wolfsburger mit ihm hervorragende Wahl getroffen haben. So sieht's aus. Und da hustet er gleich wieder. Auch da kommt er neu. Das tut immer leid für einen Trainer, den man ganz nett findet, wie den Kovac, der aber nicht mehr gewinnt. Ist er weg, gewinnen die gleich. Das ist immer manchmal auch nicht zu erklären. Ja. Aber oder kannst du das erklären? Wollten wir nicht erst die zweite Liga machen?
Ja. Okay. Du bist noch nicht, du hast noch Jetlag, oder? Und ich habe einen schweren Stand. Hast du noch Jetlag, oder? Oder? Nee, nee, aber wenn der Osterhase sagt, wir machen das, dann machen wir das. Heute hast du, das du bestimmt. Aha. Ja, dann, es ist eine geile Liga, ne? Und es wird ja irgendwie auch immer geiler, ne? Also, St. Pauli können wir schon fast den Deckel drauf machen. Siehst du das nicht auch so? Das, den Deckel hätte ich ja schon vor längerer Zeit gern drauf gemacht. 11 Punkte vor vom Dritten. Vom Dritten jetzt Düsseldorf, nicht mehr der HSV. Ich wurde ja massivst angegriffen von den Hamburg-Fans. Von den HSV? Ja, von den HSV. Hamburg ist für mich erstmal der HSV und der Kiez-Club St. Pauli ist auch Hamburg, klar, aber für mich ist Hamburg erstmal der HSV, weil er doch noch der größere Verein ist, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, wenn sie so weitermachen. Ja, die Mission Baumgart, die hakt im Moment ein bisschen, ne? Aber das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, Olli. Aus dem Ackergaul machst du kein Rennpferd. Und das scheint sich zu bewahrheiten. Der Trainer, ja, ist wahrscheinlich Bundesliga. Die Mannschaft, die er übernommen hat, ist halt nicht mehr wie zweite Liga. Und ich glaube, dass der HSV nochmal große Probleme kriegen wird. Hannover ist jetzt auch hinten dran. Hamburg, glaube ich, im kommenden Wochenende gegen Kaiserslautern, die jeden Punkt brauchen, die gegen Düsseldorf teilweise gut gespielt haben. Aber ich habe es gesagt, Düsseldorf muss man auf der Rechnung haben. Und man sieht, es ist so. Und ich wiederhole mich auch da gerne. Wenn du das machst, mache ich das auch. Ich habe auch immer gesagt, das ist das sechste Jahr HSV in der zweiten Liga. Für mich ist das einfach ein solider Zweitligist. Ja. Ja, es ist kein Mannschaft mit Bundesliga-Kader, die abgestiegen sind oder im zweiten Jahr sind und wieder aufsteigen müssen, sondern es ist ein solider Zweitligist. Ja, die halt ein bisschen oben. Ja, die Mannschaft, Olli, muss man ja klar sagen, die gibt halt auch nicht mehr her. Ne? Das ist die Spieler. Ja, es sind ordentliche Zweitligaspieler, aber letztendlich mehr auch nicht. Und das muss man beim HSV natürlich auch sehen und deswegen es werden harte Spiele für den HSV. Wir gucken mal kurz auf den nächsten Spieltag. Wie gesagt, Kaiserslautern in Hamburg am Samstag. Düsseldorf, Braunschweig, Hannover, Schalke, schwere Spiele. Oben gegen unten jeweils. Oben gegen unten, warte mal, gucken wir doch noch schnell Kiel. Was haben wir, in Nürnberg. Wo ist Kiel? Kiel spielt. Ist in Nürnberg? In Nürnberg. Ja, Nürnberg ist im gesicherten Mittelfeld, da passiert nicht mehr viel. Karlsruhe, St. Pauli, tolles Spiel am Samstagabend auf Sport 1. Topspiel. Das ist ein tolles Spiel, muss ich sagen. Freue ich mich drauf. Werde ich mal auch angucken und dann gucken wir mal noch einen Ausblick auf den nächsten Spieltag. Was passiert da? Kiel, Osnabrück, Samstag. Wiesbaden, Düsseldorf. Gehen wir mal Düsseldorf, Kiel. Geben wir mal die Punkte. Weil Wiesbaden ja auch im absteigenden Ast ist. Oh, Magdeburg, HSV. Da wird es auch schön brennen. Am Sonntag. Ja, Hannover in Braunschweig. Da kann schon viel passieren die nächsten zwei Spieltage und deswegen HSV. Die zweite Liga ist geil, ne? Die zweite Liga ist geil. Da muss man sagen, der HSV. Es wird eng. Es wird eng. Was? Vor der Saison habe ich ja gesagt, die werden Dritter. Und danach haben wir nie wieder über Holstein Kiel geredet. Und jetzt sind sie Zweiter. Die sind alle so ganz ruhig, die machen ihre Arbeit, es spricht alle über St. Pauli, über Düsseldorf, HSV, Schalke und so weiter. Und die machen ihren Job und haben auch schon
6 Punkte vor Relegationsplatz. Ja, ja, ich... Also, nicht schlecht, ne? Ich hab mal so gar nicht auf die Uhr. Ja, ich habe am Wochenende war ich ja in Kiel, oder nicht dieses, sondern letzte Woche war ich in Kiel und mit meiner Show Basler Ballert, da war der Präsident von Holstein, war bei meiner Show Finn Bartels, der ja aufgehört hat, die waren da, habe ich den Präsidenten natürlich mal verhaftet mit dem Interview und die sind da entspannt. Die Kieler sind da, ich wollte den Präsidenten natürlich entlocken, dass sie Bundesligist nächstes Jahr sind. Die wissen, was ihre Aufgabe ist, ne? Die wissen, wie sie es angehen, die wissen, die sind von ihrer Mannschaft überzeugt, die wissen, was die Mannschaft kann und die haben auch keinen Druck, ne? Das muss man ja auch sagen. Wenn die aufsteigen, dann ist es ähnlich wie bei Heidenheim. Die freuen sich da drauf oder würden sich drauf freuen, aber dann entlockst du nichts. Und deswegen, die machen ihren Job, wie es gehört. Die Mannschaft ist sehr, sehr ordentlich. Wir haben beste Chancen. Und die Freiburger Fans nehmen sich die Landkarte raus und rechnen schon mal die Kilometer aus, wie sie fahren. 12.600 Kilometer. Einmal quer durch Europa. kurzer Blick, ich freue mich jetzt schon. Ja, unten können wir ja auch mal kurz gucken, ne? Hat sich. Halt, mein Relegationsknaller, Düsseldorf gegen Köln. Das wird natürlich auch geil, ja, wenn das so kommt. Und das ist sehr realistisch. Ja. Fortuna. Ja. Lassen wir mal Mainz und offen Mainz, okay, Mainz und Köln, einer von denen wird's wohl, ja. Aber wir können ja mal, wie gesagt, noch ganz kurz nach unten gucken. Kaiserslautern, bittere Niederlage zu Hause. Muss man auch sagen, sie hängen fest. VfL Osnabrück. Mit dem kleinen Lebenszeichen noch, mit dem Sieg in Wiesbaden, die jetzt Wiesbaden, auch noch mal dagelassen haben, weil es sind nur noch 3 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz, 2 auf den Relegationsplatz, wo Kaiserslautern jetzt ist, Rostock 28, Kaiserslautern 29, Braunschweig 30, Schalke 31, Magdeburg 31, Wiesbaden 31. Und jetzt kommt die Krux. Elversberg mit 35. Die müssen auch aufpassen. Die brauchen noch 2. Ja, die spielen gegen Magdeburg übrigens am Wochenende. Ja, die brauchen 2 Siege noch. Die sind im Moment so in der Phase drin. Läuft nicht besonders rund. Noch kann man entspannt sein. Wie gesagt, 6 Punkte nur noch vor Kaiserslautern. Aber der nächste Spieltag wird schon. Es wird ein heißer Spieltag, ne? Mit Düsseldorf gegen Braunschweig und Hamburg gegen Kaiserslautern. Das wird ein Hammer-Spieltag in der zweiten Liga. Das muss man ja mal wirklich sagen. Hannover. Und Magdeburg hat auch, nachdem die Schalke aus dem Stadion geballert haben, wo wir alle völlig begeistert waren, das war ein Klassenunterschied. Seitdem kriegen die nur noch einen auf den Arsch. Und Hannover gegen Schalke ist ja auch ein geiles Spiel am Sonntag. Ja. Aber wir freuen uns auf die zweite Liga, die sehr, sehr interessant wird, oben wie unten. Wir werden dabei bleiben. Korrekt. Analysieren. In diesem erstklassigen Podcast reden wir auch über die zweite Liga. Mhm. Und wir reden auch über die erste Liga. Freitag Mittag war es, glaube ich, um 14 Uhr gab es eine Pressekonferenz in Leverkusen und dort sagte der Trainer Alonso, ich bleibe in Leverkusen. Ja, da hat ja natürlich nur das nachgeredet, was ich vorher schon gesagt habe. Ne? Ja. Ich glaube, er hat den Podcast gehört. Ja, ich muss ja dazu sagen, er hat mich ja auch angerufen. Ne? Sagte Mario, was denkst du, was will ich machen? Mhm. Da sage ich, Alonso, pass auf, bleib noch ein Jahr und dann gucken wir was. Dann rufst du mich wieder an und dann schauen wir mal. Nein! Spaß beiseite, er hat genau den... Ach, das war Spaß, ich dachte, das war jetzt ernst. Nein, er hat genau den richtigen Schritt gewählt, weil aus dem einfachen Grund, Olli, in Bayern ein bisschen Unruhe drin, ne? Umbruch. Liverpool
nach 9 Jahren Klopp, ich glaube, alles sehr, sehr gefährlich. Und ich fand ja gut, was er gesagt hat, ne? Nachdem er sagt, er ist noch nicht fertig in Leverkusen. Finde ich geil. Und deswegen ist es genau der richtige Schritt, auch von ihm zu sagen, ich mache Minimum noch ein Jahr. Ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag. Meine ich. Ich meine sogar zwei. Ich meine, er hätte sogar bis 26. Bin da nicht sicher, aber ich glaube, er hat bis 26 Vertrag. Okay, ja. Ist egal. Auf aber jeden ja, Fall. Ist ein Zeichen an Leverkusen, auch an die Konkurrenz, ne? Sie kriegen nicht mal so einfach, Bayern München kriegt nicht mal so einfach die Trainer mehr, wie sie wollen. Mit der ganzen Unruhe, die die letzten Wochen und Monate da drinne war. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Kommen wir gleich zu. Wir lassen uns noch kurz bei Leverkusen bleiben. Ich glaube, der Caro hat es jetzt auch gesagt in einem Interview in Spanien. Die werden auch keinen großen Umbruch haben. Sie versuchen komplett die Mannschaft zu halten, bis auf 2, 3 Änderungen. Die hast du immer. Den einen oder anderen kannst du auch nicht halten. Begehrlichkeiten kommen. Und wenn es irgendwie ein englischer Klopf da unverschämt viel Geld auch in Leverkusen platziert, dann geht halt so ein vielleicht Frimpong oder. Andererseits hast du natürlich nach so einer Saison auch Möglichkeiten, vielleicht an Spieler zu kommen. Da hast du vielleicht nur vor 1, 2 Jahren gar nicht dran gedacht, weil die Bock haben, auch unter Alonso vielleicht auch zu trainieren. Zu einem Verein zu gehen, der Titel holt, der Champions League spielt, der einen geilen Trainer hat, wo du dann sagst, oh, warum soll ich denn da und da hingehen? Leverkusen scheint doch ein geiles Pflaster zu sein, oder? Ja, nochmal, ich glaube, dass die Leverkusener mit dieser Mannschaft, und wenn man jetzt hingeht und noch den einen oder anderen Baustein, man muss ja auch abwarten, ne? Natürlich hat auch Frimpong, ich weiß, dass Bayern München an ihm Interesse hat. Sie würden ihn gerne verpflichten. Kann ja auch mal passieren, dass der eine oder andere trotzdem, auch der eine oder andere Spieler trotzdem weggeht, ne? Und aber sollte die Mannschaft im Großen und Ganzen auch zusammenbleiben, was natürlich mit dem Zeichen Alonso bleibt erstmal, natürlich erstmal für die Spieler und auch für den Verein ein gutes Zeichen ist. Ne? Ich glaube, dass sehr viel Unruhe reingekommen wäre, wenn er gesagt hätte, nee, ich gehe doch zu Bayern oder nach Liverpool. Aber wenn man jetzt die Mannschaft zusammenbehält und noch 1, 2, ich glaube, viel mehr Spieler braucht man gar nicht nächstes Jahr zu holen für Leverkusen. Das wird vielleicht auch Alonso dann nochmal gesagt haben. Wir brauchen natürlich, müssen auch mal vielleicht mal jetzt einen Spieler holen, der 20, 25, 30 Millionen kostet. Die Möglichkeiten werden gegeben sein, da man ja nächstes Jahr sicher dann Champions League spielt. Man kann ja theoretisch 3 Titel in der Saison holen. Also es kann in Leverkusen ein bisschen etwas entstehen, nochmal. Und mit der Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die im Großen und Ganzen zusammenbleibt, ich würde mich mal freuen, nächstes Jahr auf die Champions League Leverkusen-Spiele zu sehen. Und man hat es ja wieder gesehen, ist unfassbar, da reden wir auch fast jede Woche drüber. Man hat auch immer das Gefühl, auch wenn sie bis zur 88. hinten liegen, dieses eine Tor machen sie auf jeden Fall noch. Und dann machen sie sogar noch das zweite. Also das ist schon sowas von stark. Und das ist ja nicht mehr Glück. Kann mir keiner erzählen. Nein, das ist... Aber das ist ja, ich weiß gar nicht, ich habe eine Statistik gesehen, ich glaube, lass mich nicht lügen, 7 Spiele oder 8 Spiele in der Nachspielzeit irgendwie noch einen Punkt geholt oder auch die Spiele noch gewonnen. Das sind einfach Situationen, wo du sagst, ja, ich kann mich daran erinnern, Kaiserslautern damals als Aufsteiger, Bayern ähnlich. Kaiserslautern hat ja gefühlt 212 Punkte in der Nachspielzeit geholt. Ne? Wir saßen oft im Hotel mit Bayern, haben die Spiele geguckt, weil Lautern oft freitags gespielt hat. Dann hat der Lockenkopf Marschall auf einmal einen Fallrückzieher gemacht gegen Gladbach in der 95. Minute zum 3-2 oder noch zum Sieg, glaube ich, damals. Ja, und ähnlich ist es mit, also Leverkusen jetzt gut, wenn wir auch noch gleich über Bayern sprechen, ist er jetzt Meister mit 13 Punkte vor, das ist ja ganz klar, mit so einer desolaten Leistung der Bayern, aber es macht einfach Spaß, weil die verlieren nicht die Nerven,
Radetzky mixt nicht einfach nur den Ball da noch vorne rein, sondern sie spielen weiterhin Fußball. Und das ist das Schöne bei Leverkusen. Sie spielen einfach ihr Spiel von der ersten bis zur letzten Minute konsequent durch. Und sie glauben halt auch an sich. Naja, wenn du es immer öfter schaffst, dann wirst du auch nicht unruhig. Dann weißt du, haben wir jetzt 6, 7, 8 Mal schon geschafft. Also ruhig bleiben. Wir kriegen das schon hin, ne? Und die sind dann nicht zufrieden und sagen, wir haben jetzt in der 93. das 1-1 gemacht. Nee. Wir machen weiter. Das schaffen wir ja noch. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ne? Andere gehen hin und sagen, ja, wir sind ja froh, wir nehmen den Punkt mit, die rennen ins Tor rein, holen den Ball raus, rennen ganz schnell zum Anstoß, dass sie ja noch die eine oder andere Minute nutzen können und platsch schießen sie dann auch noch das zweite Tor. Es ist, man muss sagen, einmalig. Das ist sensationell, was da passiert und es macht Spaß. Macht Spaß, Leverkusen. Die Spiele von Leverkusen, weil die haben noch ein ganz, ganz schweres Programm. Also ich habe ja gedacht am Wochenende, am Samstagmittag, auch wenn die jetzt verlieren, Bayern würde gewinnen, sind 7 Punkte. Und wir können ja mal ganz kurz einen Blick nach vorne machen. Ja. Nächstes Spiel bei Union ist nicht so einfach. Bitte? Ja, die sind gefestigt, genau. Die sind kompakt. Kaum Chancen, die sie zulassen. Und dann kommt ja da kommen ja die Hammerspiele, kommen ja danach, ne? Man spielt zu Hause gegen Bremen, die Bremer immer in Leverkusen gut. Und jetzt geht's ja los. Jetzt fängt an, Leverkusen in Dortmund. 21. April, Sonntag. Dann danach spielt Leverkusen VfB Stuttgart. Auch kein einfaches Spiel. So, und dann spielt man in Frankfurt. Also, ich hätte gerne mal gesehen, also nicht, ich hätte es nicht gerne, sondern ich, man hätte mal, hätte Leverkusen das Spiel verloren und Bayern hätte gewonnen. Gut, das hat sie ja danach erledigt gehabt, aber wenn Leverkusen das Spiel verliert, dann hätte ich gerne mal die nächsten Wochen noch gesehen, ob man auch mal Nervenflattern kriegt, ne? So, jetzt müssen wir ja sagen, mit 13 Punkten passiert hier nichts mehr. 39 Spiele, Pflichtspiele hintereinander ohne Niederlage. Unfassbar. Und wenn du über Zahlen redest, ich kann mir das auch nie merken, aber eins habe ich mir auch gemerkt, alleine in der Nachspielzeit haben die Leverkusener 7 Punkte mehr geholt als die Bayern. Also die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist gallig und ich glaube auch, wenn du dann der Gegner bist und die kriegen tatsächlich dann in der 90. einen rein, dann passiert bei denen ja auch was. Och, du Scheiße. Also Hammer. Du musst nicht immer 4-0 gewinnen. Ich glaube auch, solche Spiele machen dich ja auch noch stärker, ne? Ja, gut, also Leverkusen kann nicht noch stärker werden, sondern die sind stark genug. Das ist also nochmal. Aber du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja, aber Leverkusen nochmal, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, der ersten Meisterschaft, was nie einer gedacht hat, dass man das schaffen kann mit Leverkusen. Sie haben es geschafft, sie sind durch. Ja. Abhaken. Die Woche DFB-Pokal kann man einziehen ins Finale. Am Mittwoch gegen Düsseldorf. Auch bestimmt ein tolles Spiel. Du erinnerst dich an meinen Satz, West Ham ist nicht Arsenal. Also West Ham können sie auch packen in Europa. Geht das wieder los? West Ham ist nicht Arsenal. Das war das, nochmal hast du vergessen, ne? Stimmt. Nee, das habe ich nicht vergessen. Ich habe gedacht, das muss ich nie mehr hören. Weil ich habe so viele Nachrichten gekriegt über Instagram. Ich mir nicht einen anderen Partner suchen möchte, weil der wäre zu schlau. Ich habe den Vertrag verlängert, Mario. Ja, wie der da drauf kommt, West Ham ist nicht Arsenal. Wie lange du in der Schule warst, sei gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube nicht lange, aber gut. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten grandiosen Verein, oder? Spiel. Auf die Stuttgart. Wollte ich auch noch mal kurz vor einmal das gestern angeguckt. Die hatten ja alles im Griff. Auf einmal liegen sie hinten. Keiner weiß warum. Aber auch da ähnlich. Wir spielen immer nach vorne und auch die machen dann eben noch dieses Tor. Ja, als erstmal muss man sagen. Auch einen geilen Fußball. Das macht einfach auch den Spaß. Aber als erstes mal muss man sagen, 2-0 geführt. Ja, darfst du eigentlich nicht abgeben. Das darfst du nicht mehr abgeben in der Verfassung, in der Stuttgart gerade im Moment war. Aber man sieht, die Länderspielpause hat vielleicht auch doch dem einen oder anderen Verein ein bisschen geschadet, dem einen mehr, dem anderen weniger.
Ja, letztendlich kann Stuttgart, glaube ich, den Punkt ganz gut leben. Sie müssen natürlich jetzt schon noch ein bisschen aufpassen, ne, wieder, weil Dortmund nur noch 4 Punkte hinter Stuttgart. Mhm. Gut, Leipzig nur unentschieden gespielt gegen Mainz, was ein bisschen Überraschung war, ein bisschen überraschend war, aber. Ja, Leipzig im Übrigen, mit der Zwischenhake, hat auch noch das ein oder andere Knallerspiel, die sind ja auch noch nicht so sicher, nach Champions League ganz weg, ja. Also, das darf man auch nicht vernachlässigen, dann spielst du gegen Mainz nur unentschieden, das ist zu wenig. Ja, für Leipziger Ansprüche zu wenig, klar. Das sind jetzt 7 Punkte hinter Stuttgart. Dortmund ist mit Sicherheit der Sieger des Wochenendes gewesen, was da die Champions League angeht. Na gut, die Champions League geht ja nur noch meines Erachtens jetzt um Stuttgart, Dortmund und Leipzig, ne? Ja. Bayern hat 10 Punkte vor Leipzig, also das sollte man mal jetzt nimmer. Und Frankfurt von hinten, 9 hinter Leipzig ist auch gegessen. Ja, das ist auch das durch. Es geht die drei, nur noch um die drei. Stuttgart, wie gesagt, und die spielen ja alle noch Gegner. Das ist ja so, das ist ja, werden noch Highlight-Wochenende, Highlight-Spiele, wenn die alle gegeneinander spielen, wird interessant. Bevor wir zum Knaller kommen, was kein Knaller war, lass uns ganz kurz über die Abstiegsgeschichten reden. Da haben die alle 1 Punkt geholt da unten. Die letzten 4. Ja. Wolfsburg verabschieden wir jetzt mal. Die haben 8 Punkte vor Relegation. Das sollte reichen. Mhm. Die spielen am Wochenende zu Hause. Das habe ich mir aufgeschrieben, sogar gegen Gladbach. Ja. Dann haben wir da nämlich nächste Woche tatsächlich da unten Mainz gegen Darmstadt. Vielleicht die allerletzte Chance für Darmstadt. Wenn die nämlich das gewinnen, sind sie auf 3 an Mainz ran. Und Köln gegen Bochum. Ja. Köln könnte Bochum da auch nochmal reinziehen. Also das ist vielleicht nochmal ein richtig interessanter Spieltag. Aber also die 2 Spiele sind natürlich Abstiegsspiele. Ne? Bochum kann sich da voll rausreißen. Darmstadt kann nochmal ranschnuppern. Aber jetzt machen wir mal ein anderes Szenario. Mainz gewinnt, Köln gewinnt. Dann brennt er unter der Baum. Dann ist es auf einmal wieder, dann ist Bochum noch auf 2 Punkte, nur noch 2 Punkte weg. Also für das, dass wir schon das Lobgesang auf Mainz und Köln hatten, Bochum tritt auf der Stelle, verlieren jetzt ein Spiel nach dem anderen. Zu wenig meines Erachtens gegen Darmstadt, da hätten sie einen großen Schritt machen können. Mhm. Somit haben die jetzt am Wochenende in Mainz haben die großen Druck. Die Bochumer, sie dürfen da auf gar keinen Fall verlieren, weil sonst hängt Bochum in Köln, ja, Entschuldigung, Bochum in Köln, die dürfen da auf Mainz gegen Darmstadt, genau, Köln, die dürfen Bochum da auf gar keinen Fall verlieren, die Kölner, die Bochumer. Das wird nochmal eng, auf einmal für Bochum. Was war alles vor ein paar Wochen nach dem grandiosen Bayern-Sieg, was vielleicht doch nicht so gut war für Bochum. Die kämpfen auch nochmal mit Relegationsplatz. Mainz nimmt natürlich so einen Punkt in Leipzig. Dann. Das ist natürlich schon was Spannenderes als ein Punkt, sag ich jetzt mal, in Köln in Augsburg. Das bringt natürlich vielleicht noch 5% mehr Selbstbewusstsein. Genau. In Leipzig einen Punkt zu holen, ist ein Bonuspunkt. Ja, auf jeden Fall. Klar. Spannend da unten. So, jetzt gehen wir nach oben. Da waren wir schon. Wir springen ein bisschen. Wir sind das Achterbahn heute. Mittelfeld lassen wir weg. Über internationales Geschäft brauchen wir da auch nicht mehr reden. Ich glaube, egal was passiert, Frankfurt bleibt 6. 5 Punkte Augsburg, Freiburg vielleicht. Gucken wir mal. Ist es nicht das Thema heute? So. Da sitzt der Mario Basler vom Fernseher, guckt sich den Klassiker an. Das Spiel in der Bundesliga, Bayern gegen Dortmund. Und dann siehst du dieses Spiel und was waren so im Laufe dieser 90 Minuten deine Gedanken? Meine Gedanken waren, dass die Dortmunder natürlich einen kleinen Vorteil hatten, indem nur ein deutscher Nationalspieler abberufen war. Das war mit Füllkrug, so hat er auch gespielt. Dass er die ganze Woche unterwegs war, da war nämlich nichts. Der Rest, muss ich sagen, hat genau das gemacht, was ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Dortmunder waren sauer, die Spieler, die waren geladen, weil sie nicht dabei waren.
im Gegenteil zum Gegner Bayern München, wenn ich sehe, wie Goretzka da rumgelaufen ist, also muss ich sagen, hat Julian Nagelsmann alles richtig gemacht. Hat für mich, es war eine Vollkatastrophe, wie Goretzka da rumgelaufen ist, wobei die ganze Mannschaft dann nur rumgetrabt ist, ne? Das war weder von Sané, Musiala, ganz, ganz schlecht. Kane hing da vorne in der Luft, Müller, habe ich auch keine Lust mehr drüber zu reden, mittlerweile, hat ja auch dann das 1-0 mit eingeleitet. Klar, wenn jetzt der Müller schon auf Spielmacher macht, dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich dazu sagen? Ich war völlig überrascht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gar keine gelbe Karte hat es gegeben in dem Spiel. Das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Das ist so ein Dortmund hat nicht mehr machen müssen, wie sie brauchten. Sie waren, Mats Hummels hat überragend da hinten gestanden, hat ihm auf die Bälle gewartet, hat gesagt, Dankeschön, FC Bayern, ich brauche keinen Sprint. Musste 2-3 Mal grätschen, hat einmal hervorragend gerettet mit dem Bein, das über der Latte war. Aber die große Enttäuschung ist ja Bayern München, das muss man ja klipp und klar sagen, wenn ich doch Nationalspieler und zu der Europameisterschaft noch möchte. Als Goretzka, das sage ich doch, der lädt mich nicht ein. Also dem zeige ich es mal, gerade in so einem Spiel. Also wenn ich ihn benoten müsste, hätten müssen, den Goretzka, dann hätte er von mir eine Note 7 gekriegt, weil die gibt's nämlich nicht. Das war sowas von unterirdisch. Habe ich immer gedacht, es war ein Fehler, Goretzka nicht einzuladen. Jetzt möchte ich natürlich auch nicht auf diesem einen Spiel rumreiten, aber das hat mir einfach gezeigt, dass da auch charakterlich ein bisschen was fehlt bei Goretzka. Das muss man sagen. Ich muss doch, wenn ich da nicht eingeladen werde, muss ich doch in so einem Spiel, wo ich weiß, der Nationaltrainer sitzt oben auf der Tribüne, guckt sich dieses Spiel an, da muss ich doch alles dafür tun und muss sagen, den bestrafe ich, dem zeige ich, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er bestätigt ja nur noch das, was Julian gesagt hat. Er lädt ihn nicht ein, ja, zu Recht. Er muss ja dann nochmal, lass ihn ein bisschen außen vor, hat beide Spiele gemacht, war vielleicht ein bisschen müde. Muss man auch vielleicht Thomas Tuchel mal fragen, warum er dann doch, muss ja dann, er hat ja noch andere Spiele auf der Bank gehabt. Tell zum Beispiel, können wir ja auch mal von Anfang an spielen lassen in so einem Spiel, aber ich find's geil. Ich find's geil, dass man hingeht und gratuliert danach, muss dem Gegner Bayer Leverkusen gratulieren. Traurig. Traurig aber war, aber das sieht man halt nochmal. Bayern, also unterirdisch, was die da gespielt haben. Ich könnte ja noch auf den einen oder anderen mehr losgehen. Sané, weiß ich gar nicht, was der sich denkt, was für ein Riesenfußballer er ist, ne? Der meint auch, er hätte den Fußball, gehört ihm ganz alleine, jeden Zweikampfgefühl verloren, dribbelt immer wieder in drei Leute rein. Nochmal Müller, möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen, da habe ich ja genug gesagt die letzten Wochen und Monate. Es geht ja immer weiter so, leitet dann noch mit das 1-0 ein, gestikuliert nur noch mit der Hände. Mittelfeld, Goretzka, habe ich gesagt, Vollkatastrophe, defensiv war es einigermaßen ordentlich, aber der Rest konnte in Tonne kloppen, muss man ganz, ganz klar und deutlich sagen. Julian hat mit seiner Nominierung alles richtig gemacht. Da denkt man ja, die hauen dann Lazio weg, dann siehst du mal, dann man darf nie was überbewerten, auch die 58 Tore gegen Darmstadt und Mainz, die sie geschossen haben. Und dann kommt Dortmund ins Stadion, wo du immer denkst, ich erinnere mich an das Hinspiel, wo du dich gefreut hast, oh, die Dortmunder können da vielleicht was reißen, und nach 10 Minuten war das Spiel gelaufen. Da hat Bayern so die Macht ausgespielt, das war eine Machtdemonstration. Und jetzt laufen die nebenher. Das zweite Tor war sowas von
Exemplarisch für dieses Spiel. Die haben ja, das war ja Training, die haben ja die Bälle zugespielt. Und dann schießt einer ein Tor, der nie ein Tor schießt. Und was ich traurig finde, aber vielleicht ist es dann aber auch ehrlich, wenn der Tuchel da hinten dann steht und auch das gar nicht erklären kann. Also, aber vielleicht ist es so, dass du vielleicht auch gar nicht das erklären kannst, weil du auch so enttäuscht bist von deiner Truppe, weil du sagst, ey, das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, also nochmal, ich lasse Thomas da immer trotzdem noch außen vor. Klar bin ich auch nicht immer zufrieden. Ich bin auch nicht damit einverstanden, wie gesagt, dass der Tell immer draußen lässt, immer wieder Thomas Müller da aufstellt auf diese Position. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum er das macht, ob er das machen muss. Ich darf gar nicht so viel sagen, aber ich weiß sicher, dass das auch der eine oder andere Verantwortliche beim FC Bayern Thomas Müller nicht mehr sehen kann. Also das sage ich nicht ins Blaue hinein, das weiß ich sicher, dass das so ist und dass man eigentlich am liebsten den Vertrag ja nicht verlängert hätte mit Thomas Müller, sondern aber sie haben Druck, sie mussten mit ihm verlängern aufgrund der Fansituation. Und das ist natürlich auch da sind im FC Bayern teilweise die Hände gebunden, das muss man ja sagen. Aber nochmal, Thomas Müller, die Zeit ist vorbei. Es ist nun mal so, Thomas Tuchel, ja, er kann es nicht erklären. Ich kann das auch nicht erklären, das Spiel. Aber typische Situation ist ja dann, wie Goretzka da beim 2-0 die ganze Zeit daneben her trabt und zuguckt, wie die Dortmunder da das Tor vorbereiten können. Da muss ich sagen, lächerlich. Also das Spiel, das war kein Klassiko, das war ein Armutszeugnis von dem einen oder anderen Spieler von Bayern München. Und nochmal, dürfen sich auch nicht mehr beschweren, warum sie nicht bei der Nationalmannschaft dabei sind. Auch in Sané, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Nagelsmann wäre, ich würde mir das genau angucken, ob ich denn überhaupt dazu nehme in den Kader. Mit der Form, mit der Performance, was der hat, mit seiner Körpersprache, gut, die war noch nie gut, die war immer scheiße, aber auch mit seiner Leistung mittlerweile, da kann ja kein... 23 Spiele, kein Tor mehr. Ja, da kann ja auch keiner mit zufrieden sein. Ich meine, der macht immer das Gleiche. Der rennt, der nimmt den Ball, rennt in 8 Leute rein und meint, er kommt da durch. Nochmal, da gibt's mittlerweile andere Spiele, auf die man vielleicht bauen kann. Da würde ich genau hingucken. Das nächste ist, sollte Nagelsmann wirklich nochmal zurückgehen zu den Bayern, dann braucht er ihn natürlich wieder für nächstes Jahr. Das ist ja das nächste zweigleisige Schwert, was Nagelsmann hat, ne? Wenn er sich dafür entscheidet, was ich nicht glaube, dass er zurückgeht zum FC Bayern, dann kommt er in eine Konfliktsituation, Sané nicht mitzunehmen, Goretzka nicht mitzunehmen und nach der Europameisterschaft muss er mit denen zusammenarbeiten. Also das weiß ich nicht, ob das gut geht. Aber nochmal, das war eine volle Enttäuschung. Ich muss sagen, Hut ab, Borussia Dortmund, sie wollten das Spiel gewinnen, sie haben es gewonnen und verdient gewonnen. Die klar bessere Mannschaft meines Erachtens. Was soll man dazu noch sagen? Es war eine Enttäuschung von Seiten der Bayern und wie gehst du denn da jetzt mit um? Also ich habe ja vor einer Woche tatsächlich gesagt, oder vor zwei waren es, und ich muss da meine Meinung jetzt mal revidieren, du sagst, es wäre Fähnchen im Wind, aber ich habe gesagt, nach diesen überzeugenden Spielen auch, Bayern, die konzentrieren sich auf die Champions League, die holen das Ding. Nach Samstag muss ich sagen, ne, das stimmt's ja nicht. Auch gerade bei diesen großen Spielen, das ist ja unfassbar. Und wo du sagst, eigentlich müssen sie gierig sein, gallig sein, verstecken sie sich, man sieht sie nicht. Da hätte selber einer von uns beiden mitspielen können. Nicht weniger vielleicht, aber egal. Und da macht man sich Sorgen. Arsenal spielt eine gute Saison, hat Selbstbewusstsein. Die haben jetzt keine Angst mehr vor Bayern München. Müssen sie auch nicht. Sie haben jetzt gestern... Würdest du mal was machen? Sie haben gestern bei Manchester City auch einen Punkt geholt. Ja, in der Verfassung brauchen wir über Viertelfinale Bayern ja oder Halbfinale Bayern nicht nachdenken. Also die kriegen ja der Arsch richtig aufgerissen gegen Arsenal mit der Einstellung. Ich glaube, dass sie eine andere Einstellung haben werden. Klar, aber trotzdem, das war doch Arsenal hat jetzt mit Sicherheit keine Angst
Also das ist auch sicher. Wenn du jetzt deine Gedanken komplett freilassen darfst, würde es Sinn machen zu sagen, komm Thomas, geh. Nee. Wir versuchen jetzt irgendwie das intern irgendwie anders zu lösen und wir machen diese paar Spiele noch? Oder? Nee, wir müssen einstellen, die nächsten... Ja, du kannst ja nicht mehr, Nein. Aber weiß ich nicht. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kriegst du ja noch mehr Unruhe, dann kommen die Presse wieder und ja, man hat doch, aber dann hat der aber also nochmal, was kann Thomas Tuchel dafür, wenn Goretzka rumrennt wie eine Schlaftablette? Wenn 95% der Mannschaft völlig unterirdisch spielen. Ich würde ja gerne mal die Benotung sehen von der einen Zeitung da mit den 17 Buchstaben da. Wahrscheinlich hat Thomas Müller wieder bei denen 2 gekriegt. Es ist ja immer so, kann ja spielen, wer will, er kriegt immer 2. Ich hoffe, dass mal komplett durchgehend mal alle 6 gekriegt haben. Aber das ist ja da nicht. Und deswegen, nochmal, lass uns den Podcast so machen, weil sonst kriege ich Aggressionen am Ostermontag. Ja. Ich darf mir auch nicht so reinsteigen. Ich habe ja am Mittwoch oder Donnerstag eine Pressekonferenz. Ich muss mit da wieder runterfahren. Ja, genau, hast du recht. Trotzdem kurzer Blick nach vorne. Alonso hat am Freitag gesagt, er bleibt in Leverkusen, wieder einer weg. Hoeneß hat ja auch schon gesagt bei Stuttgart, er bleibt in Stuttgart, wieder einer weg. Was sollst du denn nun machen? Dein Kumpel Hasenhüttl ist ja auch nicht ganz mehr. Ganz ehrlich, ist mir jetzt mittlerweile auch wurscht. Wer es da macht, das ist ein leidiges Thema. Ich habe auch keine Lust, Woche für Woche immer darüber zu spekulieren. Ne, du kriegst von Bayern, Max hat es gesagt, sie haben mehrere Kandidaten. Sie sind an einer Geschichte schon länger dran. Irgendwann werden sie es verkünden. Es ist ja auch noch Zeit. Aber nochmal, mittlerweile ist es egal, wenn Bayern als Trainer holt. Der wird es schwer genug haben, egal wer da hinkommt für die neue Saison. Aber eben, wenn ich da so richtig zugehört habe, und das tue ich ja immer, wenn du was sagst, Nagelsmann würdest du nicht empfehlen, das nochmal zu machen? Ich würde es an seiner Stelle würde ich es nicht machen, weil nochmal, als erstes Mal muss man ja sehen, wie wurde er verabschiedet vor einem Jahr? Klar, jetzt kann man sagen, Salihamidžić kann sie nicht mehr da. Aber um das geht's ja nicht. Es geht ja um die, sind ja trotzdem noch andere Vorstandsherren da, die auch dazu beigetragen haben. So. Dann hat er die Europameisterschaft, der wird den einen oder anderen Bayern-Spieler vielleicht nicht einladen, den er dann 2 Monate später braucht. Also, es ist eine Konfliktsituation, in der möchte ich nicht stecken. Und nochmal, ich an Nagelsmann seiner Stelle, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Wenn es so rausgefeuert wird und dann ein Jahr später sagt jeder auch, das war nur Spaß und nee, die Protagonisten sind ja nicht mehr da. Doch, der ein oder andere ist noch da. Keine Ahnung, wie gesagt, Olli, mir ist es wurscht. Gut. Dann hören wir doch mal positiv auf und nicht negativ an so einem Ostertag, nämlich mit Borussia Dortmund. Ja. Haben wir die ein bisschen oft zu negativ gesehen? Ich habe das Interview danach gesehen, da fing ja der Sky Reporter auch wieder an, mit Terzic über seinen Job zu reden und der dann auch sagt doch zu Recht, ey, wir haben in einem Jahr gerade mal 5 Spiele verloren und ihr kommt schon wieder an, über meinen Job zu reden. War ein bisschen dünnhäutig, aber ich finde, er hat recht. Ja, aber er weiß ja auch selbst wahrscheinlich, ne, dass es, ich glaube nicht, dass es eine große Zukunft hat, Terzic in Dortmund. Da wird, glaube ich, was passieren, in Dortmund als auf der Trainerposition. Ja, natürlich muss man sie auch kritisch sehen, ne. Sie haben ja auch teilweise viele Punkte verschenkt, liegen lassen. Nochmal, die Champions League ist immer noch nicht sicher. Es geht noch um 3 Punkte. Leipzig ist ja nicht nach dem 0-0 ja nicht abgehakt, sondern Leipzig hat ja nach wie vor, sind glaube ich noch 7 Spieltage, wenn ich es richtig am Schirm habe. Kann das sein? Kann sein. Spieltag, was war's? Spieltag 27, ja. Wir haben noch 7 Spieltage, also Dortmund muss sich trotzdem noch für die Champions League qualifizieren. Also es ist ja nicht so, dass sie sicher drin sind. Und die Saison... Nochmal, es wird immer wieder auch dann in der neuen Saison, wenn Terzic Trainer bleiben würde,
verliert man das erste Spiel oder die ersten zwei, drei Spiele, holt man wieder nicht die dementsprechende Punkte, geht ja die Diskussion wieder von vorne los. Also ich glaube, dass die Tage von Terzic gezählt sind. Da müsste schon die Champions League gewinnen, um eine Chance zu haben. Ich glaube, dass in Dortmund etwas passiert. Ja, nichtsdestotrotz, Statement, Sieg in München nach 10 Jahren, ne, darf man alles nicht vergessen. Ja. Atletico international fies, aber nicht unmöglich. Ich sage, wir wollen positiv enden. Du hast aber eben die Gegner, noch Stuttgart, noch Leverkusen, Leipzig weiß jetzt nicht. Die haben natürlich auch noch Brocken, aber die haben es ja bewiesen, dass sie es können jetzt am Wochenende. Ich bin gespannt. Gegen einen Gegner, der nicht vorhanden war. Das muss man ja sagen. Also die Leistung von Borussia Dortmund. Die muss ich auch nochmal dann vielleicht nachhaltig, nehmen Sie das mit aus dem Bayern-Spiel. Ja, aber nochmal, Olli. Fußball. Die Bayern, Das Spiel gegen Bayern darfst du ja nicht ernst nehmen jetzt. Das war schön. Also nochmal, Bayern war ja nicht vorhanden. So, Dortmund, nochmal Mats Hummels, tolle Leistung, aber ich habe nicht einmal gesehen, dass der in den Sprint musste. Die Abwehr von Schlotterbeck und Hummels, die waren ja nicht gefordert. Da ist ja nichts passiert. Markus Babbel hat gestern im Doppelpass gesagt, ein Traumspiel für jeden Innenverteidiger, weil du so kurze Wege hast. Damit ist alles gesagt und damit soll man es auch beenden. Weil, wie gesagt, sonst rede ich mich in Rage und dass wir am Donnerstag die Pressekonferenz nicht machen brauche oder Mittwoch. Ja. Weil du heiser bist und nicht mehr eine Stimme rauskriegst. Ja, und weil ich vielleicht noch durchdrehe über den einen oder anderen. Genau. Dann gucken wir kurz nach vorne, haken das ab. Wir haben Pokal. Ich weiß nicht, was der Wettergott sagt, ob es in Saarbrücken regnet. Bei uns kann ich das sagen. Hier auch gar nicht bei uns in Osnabrück regnet es, das gerade so kracht. Das kann ich dir sagen. Okay, aber Osnabrück ist ein bisschen weiter weg von Saarbrücken, aber ich kann dieses Thema auch nicht mehr hören. Also, Dann sollen sie in Kaiserslautern spielen. Wenn es morgen früh regnet, sollen sie rüber, das sind 30 Kilometer, sollen sie eben am Betzenberg spielen, ehrlich. Stimmt. Das geht mir sowas auf die Nuss. Sollte das Spiel stattfinden, regulär Saarbrücken, Kaiserslautern, Lautern auch gerade. Auch in der schwierigen Phase. Aber Saarbrücken ja fast schon, und das waren sie bisher gar nicht im Pokal Favorit. Ja. Ich glaube, es wird ein Gurkenspiel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein Elferschießen gibt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wer jetzt weiterkommt, wenn ich ehrlich bin. Nee, das würde ich auch. Nee, das ist auch ein offenes Spiel für mich. Das ist, kannst du nicht sagen, ist schwierig. Ich würde sagen, 50-50 Spiel im Moment. Oder 50-50, wie der Franzose sagt. Oder so. Aber 50-50 im Pokal gibt's nicht, ne? Gibt es nicht, ne? Es gibt auf jeden Fall, was es gibt, ist ein Gewinner, der nach Berlin darf. Ein Sieger und wir werden es am Dienstag sehen. Du sagst jetzt nicht wer, ne? Nee, ich nochmal, für mich ist es ein offenes Spiel. Das ist Kaiserslautern ist im Moment nicht gut drauf. Mit der Niederlage im Rücken, mit dem Bewusstsein. Man ist auf dem Relegationsplatz nächste Woche in Hamburg. Ich glaube nochmal. Man darf sich nicht zu sehr fokussieren auf das Pokalfinale, sondern es geht hier um den Abstieg. Den sollte man möglichst verhindern. Absolut. Und dann haben wir am Mittwoch Leverkusen gegen Düsseldorf. Ich glaube, wenn man irgendwo wettet, man hohe Quoten auf Düsseldorf, die aber gar nichts zu verlieren haben, die auch richtig im Flow sind. Die eine gute Mannschaft haben, sehr, sehr guten Trainer haben. Gute Mannschaft haben, guten Trainer haben. Mag das nicht sagen, aber ich glaube, dass es nicht das einfachste Spiel für Leverkusen wird in dieser Saison. Nee. Nein. Ich sehe sie nicht, dass sie ja die 3-4-0 aus dem Stadion ballern. Das glaube ich nicht. Aber wir werden es sehen, Olli. Wir werden sehen. Gucken. Okay, auch da. Wir werden am nächsten Montag. Da sagen wir allen Leuten, wie das Finale aussieht. Genau. Definitiv. Da werden wir mehr wissen. Okay, dann lass ich dich in Ruhe. Wir haben Pokal. Über den Spieltag haben wir geredet. Deine Woche neben der PK. Hast du sonst noch was vor oder musst du eh alles mal umschmeißen? Nein, ich muss jetzt erstmal alles umdisponieren und werde dann mich mal auf den Weg nach Frankfurt begeben.
Ja, unsere Pressekonferenz. Aber eins kann man sagen, und das ist wirklich so, du wirst weiterhin mit mir diesen Podcast machen können, ne? Ja, das ist ja jetzt kein großer Aufwand, ne? Das ist. Kriegen wir hin. So ist es. Das ist die Meldung des Tages, und jetzt du als Osterhase hast noch ein bisschen was zu tun heute. Mhm. Wir wünschen allen draußen noch ein schönes Osterfest, eine gute Woche. Verfolgt das alles, was so passiert. Das ist ja dann interessant und spannend, und wir werden nächste Woche ausführlicher drüber reden. Bleibt gesund. Esst nicht so viel Eier. Ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Ciao. Tschö. 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 Ciao. Tschö. 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 Bäm.